Maya Hackford, Missy May, André Bauer und Rami Schneier sind die Four Voices of Musical. Mit ihrer Weihnachtsshow begeisterten sie das Publikum im Wiener Neudorfer Franz Fürst Freizeitzentrum. Festtagsstimmung in Musicalform bei den Four Voices of Musical, dem Weihnachtskonzert in Wiener Neudorf. Maya Hackford hatte das Konzert ins Leben gerufen und dieses Jahr wurde sie von Ramesh Nair, André Bauer und Missy May begleitet. Also wir haben ja sehr, sehr viele amerikanische Weihnachtslieder, weil die sehr schwungvoll sind und schwingend sind. Es ist die meisten bekannte Lieder. Wir haben aber auch ein paar unbekanntere Sachen von Sondheim da reingenommen. Und ein klein bisschen Musical ist drinnen. Wir haben natürlich versucht, so wie jedes Jahr, ein Potpourri zu machen aus eben Dingen, die die Leute kennen, aber auch einigen Songs, die nicht mal ich kannte, ja, die Maya dann immer ausgrabt aus irgendwelchen Schatzkisten, die dann neu arrangiert werden, extra für diese Shows und damit das Publikum einfach auch mal neue Melodien hört. Wir haben sehr viele Swing-Nummern, amerikanische Highlights mitgebracht, tauchen auch ganz kurz mal ein bisschen in die Filmmusik oder auch ein bisschen ins Musical. Sogar in die Klassik. Aber auf alle Fälle wollen wir so viel wie möglich zeigen heute und auch, soweit es geht, jeden im Zuschauerraum begeistern. Genau, es ist sehr englischlastig. Wir singen Jazzstandards, Weihnachtsklassiker. Also eine Woche vor Weihnachten passt das optimal und wir haben also auch unser Abo immer nach Jahreszeiten abgestimmt und heute ist halt diese Musical-Show mit den Weihnachtsliedern das Highlight. Aber es wird sicherlich einer der Höhepunkte überhaupt vom Musical sein, also nicht nur weihnachtlich, aber es wird sicherlich eine tolle Stimmung sein und ich erwarte mir vom heutigen Abend wirklich etwas Furioses. Weihnachtliche Stimmung mit Musik, was will man mehr? Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, mal alle wieder runterkommen, besingen und dass alle auch ein bisschen mitschunkeln können und dann entlassen wir sie in die noch kurze Vorweihnachtszeit. Und von selber geht's nicht. Wir wissen ja, wie schnell es geht, dass man in einen Streit oder Familienstreit oder man mag den nicht, man mag den nicht. Und ich glaube, da muss man echt zweimal den Zungen ein bisschen abbeißen und nochmal nachdenken, was man sagt, weißt du? Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Also deswegen bin ich auch so beglückt mit solchen Weihnachtsabende. Und das ist, glaube ich, gerade zur Weihnachtszeit besonders wichtig, dass man sich berühren lässt. Und vielleicht sind da gerade auch die Menschen bereit, sich berühren zu lassen zur Weihnachtszeit. Weil es ja so eine Tradition ist. Ne? Und es hilft einem auch immer wieder so zu sich selber zu finden und in die Ruhe zu kommen und böse Energien auszuleiten und einfach wieder so sein Zentrum zu finden. Deswegen hat Musik immer was Magisches.